Hallo und herzlich willkommen im Wald. Heute wollen wir mal der Frage nachgehen, ob es einen perfekten Lagerplatz gibt und wenn ja, wo und allgemein, was man bei der Wahl seines Lagerplatzes, insbesondere für ein etwas längerfristiges Lager, beachten muss. Also sprich, es soll nicht unbedingt darum gehen, wo man jetzt einfach mal kurz eine Nacht sich mal schnell hinlegt. Das ist ja nicht weiter dramatisch, sondern schon so ein bisschen um, na, von ein paar Nächte bis ganz, ganz lange theoretisch. Da werden sich dann einige der etwas kuriosen Plätze, die ich jetzt hier auswählen werde, nicht ganz eignen. Aber denkbar wäre es bei manchen vielleicht auch, dass man da lange Zeit bleibt. Und da gehen wir jetzt einfach mal mehrere Lagerplätze durch. Ich baue jedes Mal hier meine Zeltbahne auf und dann gucken wir uns ein bisschen um in der Umgebung, was es denn hier für Faktoren gibt, die den Lagerplatz nun zu einem guten oder einem schlechten Lagerplatz machen. Und damit fangen wir jetzt hier mal an. Noch mit ein paar allgemeinen Dingen, die ich dann später nicht mehr über jeden Platz extra nochmal erwähnen werde. Na, vielleicht aber trotzdem. Mal gucken. Weiß noch nicht so genau, wie das abläuft. Ihr werdet es ja jetzt sehen. Ja, also das ist Lagerplatz Nummer 1 am Bächle. Hier ist das dazugehörende Bächle und das ist so ein bisschen das ausschlaggebende Kriterium, weshalb ich jetzt gesagt habe, hier machen wir Lagerplatz Nummer 1, denn wir haben vor Ort eine Wasserversorgung. Je nach Wetterlage mal mehr, mal weniger Wasser. Und nach dem trockenen Sommer in letzter Zeit ist ja wohl verständlich, dass hier gerade nicht allzu viel fließt. Ist aber trotzdem was da fürs Wasser, fürs Kochen und wenn man sich ein bisschen was zusammenkratzt, wird es auch fürs Waschen reichen. Es gibt natürlich auch ein paar Stellen, wo es dann wieder ein bisschen mehr Wasser hat. Daran würde es nicht scheitern. Schauen wir uns mal die Umgebung an. Wir haben hier jetzt gerade so einen Übergang zwischen Feld und, naja, so einem recht lockeren Wald. Trotzdem ist es schön schattig und entsprechend schön kühl. Die Möglichkeit, dann auch mal raus aufs Feld zu gehen, wenn es einem zu kühl ist und man gerade ein bisschen Sonne braucht, ist natürlich definitiv ein Pluspunkt. Was nicht so gut ist, ist, dass hier natürlich gerade mitten da, wo man lagert, ganz offensichtlich jede Menge menschliche Aktivitäten stattgefunden haben.
hier auch und da hinten auch. Und überhaupt dieses aufgeräumte Gebiet hier mit den schön zurechtgestutzten Haselsträuchern, auch hier erinnert doch sehr fast schon an eine Parklandschaft. Hier kann man übrigens schön sehen, wie gut so eine Bundeswehr-Zeltbahn eigentlich tarnt. Passt doch wunderbar, ne? Jedenfalls würde ich mich jetzt unwohl fühlen, wenn ich jetzt hier wirklich übernachten wollte, weil das doch alles sehr so aussieht, als könnte derjenige, dem das hier gehört, und irgendjemandem scheint es auch noch zu gehören, dass es also ein Privatgrundstück ist, jederzeit vorbeikommen und mal nach dem Rechten sehen, und das möchte man ja nicht so unbedingt haben. Das ist also definitiv mal ein Minuspunkt. Allgemein kann man natürlich sagen, wenn man da, wo man schläft, jede Menge Anzeichen von Aktivitäten von unsereins hier findet, dann, also offensichtliche Anzeichen davon, dann, also für ein langfristiges Lager wäre es nichts, mal einfach eine Nacht, wäre natürlich jetzt nicht dramatisch. Kommen wir mal ein wenig auf den Boden zu sprechen. Schön ist, dass wir hier wenig Vegetation haben, die wir möglicherweise erst wegrupfen oder niedertrampeln müssten, um uns da ein nettes Lager zu bauen. Das ist sicherlich für die meisten Leute ganz angenehm. Entsprechend sind hier auch vergleichsweise wenig Kriechtiere unterwegs und Säcken holt man sich so schnell auch nicht. Aber dadurch, dass wir hier auch fast keine Humusauflage haben und quasi nahezu auf der nackten Erde schlafen, müssten wir uns eine sehr große Waldläufermatratze hierhin klatschen, die ordentlich was isoliert. Ja, das beliebte Thema Isolation gegen die Bodenkälte. Dazu gibt es ein paar theoretische Grundlagen. Nämlich, wie ihr wisst, wenn ihr schon mal draußen gepennt habt, wenn ihr euch einfach so auf den Boden legt, dann ist das kalt. Das liegt daran, dass der Boden, je nachdem, was für ein Boden es halt eben ist, das Vermögen hat, Temperatur zu leiten. Also ein mehr oder weniger guter Leiter ist. Ein schlechter Leiter, also etwas, was kaum Temperatur aufnimmt, ist gleichzeitig ein guter Isolator, und umgekehrt ein hervorragender Leiter ist ein ganz miserabler Isolator. Das Dämlichste, worauf man also schlafen könnte, wäre irgendein supraleitendes Metall. Wer es schafft, auf einem ganzen Bett aus supraleitendem Metall zu pennen, der ist natürlich gut, insbesondere wenn er das im Wald gefunden hat. Daher sollten wir uns mal eher auf die Waldmaterialien konzentrieren. Und da sind gut die wärmeleitende Objekte Steine. Und da wir hoffentlich nicht unbedingt jedes Mal auf Stein pennen müssen, also so ein ganz massiver Felsblock, gibt es bei allem anderen dann entsprechende Abstufungen. Also das Schlechteste in Sachen Wärmeisolation, auf dem man schlafen kann, war es dann halt nachts doch sehr viel Wärme verliert und gleichzeitig die Körperwärme sehr gut absorbiert, die dann uns nicht mehr zur Verfügung steht. Sprich, wenn wir den Stein gut aufheizen können, indem wir drauf liegen, was der Fall ist, dann ist das für uns schlecht, weil wir unsere ganze Wärme in den Stein abgeben und nicht für uns behalten. So kann man es, glaube ich, ganz gut anschaulich formulieren. Und das äußert sich jetzt folgendermaßen, dass gerade im Bereich Stein gilt, je nasser und je massiver der Stein ist, desto schlechter ist das für uns, beziehungsweise desto besser leitet er die Wärme von unserem Körper ab. Also ein nasser, riesiger Felsblock wäre eine blöde Idee zum draufpennen. Dann gilt allerdings auch, je weniger massiv der Stein ist und desto trockener, desto weniger schlimm ist es vom dem Isolationsding her. Aber auch ein lockerer Stein, was ist jetzt ein lockerer Stein? Quasi ein Haufen Sand, ne? Das ist ja im Prinzip auch Gestein, nur ist es halt eben locker und nicht ein massiver Klotz. Und der halt ganz trocken, das wäre nicht ganz so dramatisch. Wer schon mal am Strand gepennt hat, weiß es, dass das jetzt nicht so schlimm ist, wie wenn man irgendwo im Winter auf einem kalten Stein rumhockt. Also, und der Unterschied zwischen nassem Strand und trockenem Strand muss ich auch niemandem erklären. Dann kommen nämlich dann die normalen Böden, die wir im Wald so haben. Die sind von ihrem Leitungsvermögen her so ähnlich aufgebaut wie Steine. Je massiver der Boden, also sprich je fester, je blockartiger, je weniger locker der Boden ist, desto schlechter ist das für uns. Wenn wir also einen sehr lockeren Boden haben, das kann man ja mal machen, indem man einfach mal mit einem Stöckchen im Boden rumkratzt und mal guckt, geht das jetzt super schwer, habe ich da irgend so einen tonigen Boden, oder man merkt spätestens beim Heringe reinhauen oder beim Stöckchen reinhauen, also Heringe aus Holz, ergo.
Dann wird einem schon auffallen, wenn das leicht geht, habe ich einen lockeren Boden, das ist zum Schlafen gut. Wenn das schlecht geht, dann habe ich einen ziemlich verfestigten Boden, der ist dann auch in der Lage, gut unsere Körperwärme zu absorbieren und demzufolge wieder schlecht für uns, wenn wir drauf schlafen wollen. Und da gilt natürlich auch, je nasser, desto schlechter für uns, aber das ist ja wohl auch logisch. Jetzt ist der wesentliche Faktor, der allerdings eine größere Rolle spielt als der Boden an sich, außer bei einer dieser Varianten von Lagerplatz, die ich euch noch zeigen werde, das sage ich dann aber nochmal, ist es natürlich, dass die Humusauflage. Wenn wir nämlich eine dicke Humusauflage haben, von einem sehr lockeren, luftigen, dicken eben Humuspaket, das sowas haben wir häufigerweise im Nadelwald, also da, wo es besonders hässlich und dunkel und so ein richtig langweiliger, blöder Fichten-Monokultur-Acker, der hat meistens eine sehr dicke Humusschicht. Das spricht übrigens, dass die dann sehr schlecht abgebaut wird und die Nährstoffe ganz schlecht vom Boden aufgenommen werden und das eigentlich alles miserabel ist für den Wald, aber das ist gut für den Schläfer. Wer also kein Problem, also kein optisches Problem damit hat, im reinen Fichtenbestand, der möglichst dicht und forstmäßig ist und so weiter zu übernachten, der findet dort eine Humusauflage. Ich erzähle euch das jetzt, weil ich da nämlich kein Lager bauen werde, die so gut isoliert, dass man da kaum noch was drauflegen muss. Also da ist man schon allein durch die natürliche Isolation des Bodens schon ziemlich gut vor der besagten Bodenkälte geschützt. Da würde jetzt zum Beispiel diese ganz, 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 ganz dünne Bundeswehr-Mehrzweckunterlage, auch Bundeswehr-Isomatte genannt, würde da schon vollkommen ausreichen und das ja sogar im Herbst. Also habe ich schon ausprobiert, gab keine Probleme bei, keine Ahnung, 6, 7 Grad oder was das nachts gehabt hat. Ja, also das ist wirklich jetzt nicht von unten her nicht das Problem, wenn man da so eine Humusauflage hat. Aber hier haben wir ja jetzt gar keine, hier wo ich jetzt sitze. Ihr habt es ja eben gesehen. Das bedeutet, hier müssten wir jetzt wirklich eine sehr dicke Waldläufermatratze anhäufen aus irgendwelchem Grünzeug, Gras, Schilf, Springkraut. Ich nehme immer gern Springkraut, weil das hat es verdient. Da drüben steht eins. Man kann natürlich aus dieser Matratze ein richtig schönes Holzbett bauen. Man kann sich auch das berühmte Waldläuferbett zusammenzimmern, dann mit irgendwelchen Stöckchen und so weiter und so fort. Dann sei noch darauf hingewiesen, warum sind denn jetzt diese Waldläuferbetten, also wirklich eine Holzkonstruktion, ein richtiges Bettgestell in Anführungszeichen, so beliebt, um sich vor der Bodenkälte zu schützen? Da hat man einfach ein Material, das ganz hervorragend isoliert, sprich ganz scheiße Temperatur leitet zwischen sich und Boden, nämlich Luft. Ideal wäre dann übrigens unter so ein Waldläuferbett drunter noch einen Haufen Gras und Stroh und so weiter und so fort zu packen, damit eben dieses Luftpaket, was unter diesem Bett ist, an der Stelle auch gehalten wird, weil sonst pfeift einem ja der Wind drunter durch. Und unter Umständen hat man dann mit so einem Bett sich auch gar keinen Gefallen getan, weil wenn nämlich Wind geht, dann weht es einem die warme Luft unter dem Bett ständig weg und es kommt neue kalte Luft. Und dann ist so ein Bett die schlechteste aller Lösungen. Also die machen nur Sinn, wenn nicht windig. Ansonsten, oder natürlich, man baut sie so massiv, dass das die isolierende Schicht, auf der man eigentlich liegt, tatsächlich nur Holz ist. Holz isoliert auch sehr gut, beziehungsweise ist ein miserabler Wärmeleiter, also direkt auf einem Holzbrett legen oder auf einem massiv gebauten Waldläuferbett, das dann auch möglichst direkt auf dem Boden aufliegt. Sollte es in dem Fall, weil sonst hat man wieder diesen unterdrunter durch, weht der Windeffekt. Ist auch nah am Optimum. Das ist dann schon eine richtig, richtig gute Sache. Was man natürlich machen kann, wenn man ein höheres Waldläuferbett hat, ist das berühmte Feuer unten drunter, beziehungsweise die Kohlen unten drunter, die Glut unten drunter ausbreiten und so weiter und so fort. Aber für den deutschen Einsatz, wenn man einigermaßen legal mit Feuer umgehen möchte, ist das natürlich keine Option. Also in keinster Weise wäre sowas irgendwie zu rechtfertigen, wenn man Waldbrand oder Ähnliches vermeiden möchte. Natürlich kann man das trotzdem in manchen Ländern tun. Bei uns ist es aber hochgradig verboten. Und wenn man legal Bushcraft betreiben möchte, dann ist das einfach keine Option. Also gar nirgends. Auch nicht
Ja, vielleicht noch im eigenen Wald. Da wäre es jetzt so eine rechtliche Grauzone. Also wenn einem der wirklich gehört, dann dürfte man sowas unter Umständen wahrscheinlich schon noch machen. Aber das ist auch nur eine Grauzone, das ist nicht explizit erlaubt, weil man beaufsichtigt das Feuer ja nicht, wenn man pennt. Und demzufolge ist das alles so ein bisschen fragwürdig. Aber es ist nur die rechtliche Situation. Wem das egal ist, bitte. Mir nicht. Zurück zur Erkundung unseres Lagerplatzes. Ich habe ja schon eben erwähnt, es sieht hier so ein bisschen so aus, als könnte jeden Moment einer vorbeikommen. Also mich persönlich stört sowas. Da fühle ich mich dann auch einfach nicht geborgen genug. Ich will ein bisschen versteckelt sein, das ist mir schon irgendwie wichtig, weshalb ich auch diese Zeltbahn hier jetzt demonstrativ mal mitgenommen habe, weil mir das einfach gut gefällt, dass die dann getarnt ist. Ich muss nicht in Tarnklamotten rumrennen, aber wenn ich schlafe und übernachte, dann möchte ich ungern gestört werden. Ob das jetzt nun in dem Sinne schlimm ist, wenn man gestört wird vom Förster, der tut einem ja nichts. In der Regel lässt er einen wahrscheinlich auch komplett gleich sofort wieder weiterschlafen, aber es wäre einfach möglich, dass er mal vorbeischaut und schon das vorbeischauen möchte ich vermeiden, weil der weckt mich ja und ich will nicht geweckt werden. Also von daher, das ist so der Hauptgrund bei der Sache. Jo, dann Faktor Mensch, zweiter Teil. Wo sind die nächsten Wege? Wo gibt es hier Hochsitze? Ja, gerade am Waldrand findet man natürlich immer mal wieder irgendwelche, das ist hier schon relativ alt, aber man findet immer mal wieder Spuren von Wildschweinen, denn die haben es natürlich gut, wenn sie aus dem Wald einfach nur schnell rauskommen. Die Wiese umgraben und wieder im Wald verschwinden können. Im Übrigen, der nächste Weg ist da oben. Aber es soll hier jetzt um Hochsitze gehen und die findet man halt ganz, ganz oft am Waldrand. Also an einem größeren Waldrand zu kampieren ist meistens relativ blöd, eben wegen der Jägerdichte, die es dann hier meistens gibt. In diesem speziellen Fall gibt es jetzt allerdings keine Hochsitze, was man natürlich allerdings erst nochmal gründlich überprüfen sollte und sich erstmal wundern, warum das so ist. Ich vermute, dass es hier in dem Fall jetzt deswegen so ist, weil wenn man im Waldrand hockt, also mit dem Hochsitz auf dem Waldrand und dann raus auf die Wiese schießt, dann geht diese Wiese leider runter bis zum Dorf und man hat bis zum Dorf keinen Kugelfang. Sprich, das wäre kein sicherer Schuss. Der Jäger schießt, also wenn es ein vernünftiger Jäger ist, schießt der Jäger nur dann, wenn er weiß, okay, Kugel trifft Reh, perforiert das Reh und perforiert danach einen Kugelfang, sprich nach Möglichkeit Boden. Ein Baum ist kein Kugelfang, also immer eigentlich Boden, nicht nach Möglichkeit Boden. Also wenn man es richtig macht, dann hat man hinter dem Reh quasi eine Wand aus Dreck, wenn man so möchte. Natürlich dann irgendeinen Wall, irgendeinen Berg, Hügel, was auch immer. Der Schusswinkel ist einfach so, dass die Kugel nach dem Perforieren des Rehs im Boden landet und all solche Sachen. Und das ist hier halt eben in diesem Gelände tatsächlich nicht gegeben. Es wäre potenziell möglich, dass Kugel Reh perforiert und danach irgendjemand, der im Dorf rumläuft. Theoretisch. Natürlich ist das super, super unwahrscheinlich. Aber jeder Jäger, der auch nur so halbwegs seinen Handweg versteht, wird in dieser Situation keinen Schuss riskieren. Deshalb gibt es hier keinen Hochsitz. Eine weitere Sache, die man unbedingt immer als allererstes eigentlich tun sollte, bevor man sein Lager aufschlägt, also nachdem man eine Stelle gefunden hat, die geografisch einigermaßen geeignet ist, um sein Lager aufzuschlagen, wäre das nächste, dass man guckt, dass man sein Lager nicht da aufschlägt, wo einem was auf den Kopf fallen könnte. Und das machen wir jetzt mal schnell. Hier also mein Lager, hier ganz provisorisch. Und das da sieht schon mal blöd aus, ne? Dieser Ast da, der sieht schon nicht mehr so wirklich Metall aus, wenn man dem noch ein bisschen folgt. Dann sieht man ja, nee, also da könnte schon theoretisch was runterfallen. Und wenn man dann noch weiter hochgeht, dann sieht man dieses Ding. Und das sieht ja nun wirklich überhaupt nicht vertrauenserweckend aus. Das ist sogar schon, ja, hart an der Grenze. Da würde ich normalerweise nicht runterschlafen, aber ich habe jetzt absichtlich darunter das Ding aufgebaut, um euch das mal zeigen zu können. Der da hinten, der sieht auch nicht gesund aus. Und auch ebenfalls gar nicht gesund ist dieses Zeug, was ich hier jetzt gerade, ne, dieses abgestorbene Zeug ohne Blätter. Einen Totast zu erkennen, ist gerade bei Laubbäumen sehr einfach. Nämlich ein Ast ohne Blätter ist ein Totast. Boing, ganz einfach. Was man nicht so einfach feststellen kann, ist, wie lange ist der jetzt schon Totast, wenn er quasi erst gerade vor kurzem die Blätter verloren hat. Dann ist er innen drin noch relativ frisch, beziehungsweise wird noch ganz gut, auch noch ein kleines bisschen restmäßig mit Nährstoffen versorgt und so weiter und so fort. Bis sich das abstellt, dauert eine Weile und bis der Ast dann tatsächlich wirklich irgendwann runterfällt, das kann Jahre gehen. Kann
muss aber nicht zwingend. Und außerdem haben wir keine Möglichkeit, insbesondere wenn die Äste weiter oben am Baum hängen, eben festzustellen, wie alt ist jetzt dieser Totast. Daher müssen wir bei jedem Ast, der keine Blätter hat, unter dem wir schlafen, davon ausgehen, dass der uns in der Nacht aufs Lager fällt. Demzufolge wäre es natürlich am sinnvollsten, sein Lager irgendwo da aufzustellen, wo man eben keine Totäste drüber hat. Ganz einfach. Ich muss zugeben, ich achte da immer nicht so hundertprozentig drauf, weil das vom Ast erschlagen werden Risiko einfach was ist, wo ich sage, hoch ja, das nehme ich in Kauf, aber ich gucke schon mal nach oben. Also so ist das nicht. Also in so einem Fall wie jetzt, deshalb habe ich jetzt gerade eben diese recht extreme Stelle ausgewählt, da würde ich normalerweise jetzt nicht drunter kampieren. Was man im Übrigen natürlich auch machen kann, wenn es jetzt nur kleine Totästchen in niedriger Höhe sind, dann kann man die auch vorher einfach abhauen. Mit irgendeinem größeren Stock dann oben dran klopfen und dann fallen die von alleine runter und die Gefahr ist gebannt sozusagen. Natürlich gilt das Gleiche wie für Totäste auch für Totbäume, also sogenannte Witwenmacher dann. Also ein Baum, der keine Blätter mehr hat und im Wald noch irgendwo rumsteht, da sollte man sich tunlichst nicht drunter aufhalten, also längere Zeit, sprich übernachten. Ja, dann wäre natürlich noch anzumerken, dass sich unser Lager hier am Waldrand befindet, beziehungsweise da sind halt noch drei Haselsträuchlein und da hinten ist dann auch schon die Wiese. Das bedeutet natürlich für das Thema Wind, nicht so prickelnd, ne? Weil natürlich am Waldrand, da kann es einfach von der Freifläche, wo natürlich viel Wind und viel Wetter vorhanden ist, weil keine Vegetation da ist, um die Windgeschwindigkeit zum Beispiel zu reduzieren. Das tun ja Bäume sehr wohl, deshalb wird man im Wald nie so viel Wind haben wie auf der Freifläche. Das ist so alles auch so logisch, dass ich euch das eigentlich nicht zu erzählen brauche. Und am Waldrand, da kann es halt schon noch ganz gut reinziehen, der Wind. Es gibt sogar nämlich eine gewisse Dynamik in Form von Wind zwischen im Wald und vorm Wald. Da es im Wald immer im Sommer, wenn es heiß ist, kühler ist und die kalte Luft ja gerne der warmen Luft, die nach oben steigt, nachströmt, haben wir aus dem Wald einen kalten Luftstrom, der da immer aus dem Wald rausströmt, während vorm Wald die warme Luft nach oben steigt. Das ist natürlich angenehm im Sommer eigentlich, deshalb wäre es meiner Meinung nach durchaus ein Argument, am Waldrand zu nächtigen im Sommer, weil man eben diesen kühlenden Wind hat und es ist bulleheiß. Also so in den letzten Wochen wäre das durchaus eine schöne Lagerfläche gewesen, wegen diesem kühlenden Wind. Und auch im Winter hat ein Lagerplatz vorm Wald den Vorteil, solange es allerdings ansonsten wild still ist, dass dann aus dem Wald ein gewisser wärmender Luftzug kommt. Der geht dann zwar tendenziell gleich nach oben, aber trotzdem gibt's den. Nämlich es ist dann im Wald wärmer als draußen, weil die Bäume eine gewisse Isolation darstellen, also die Wärme, die vom Erdboden aufsteigt, kann nicht einfach direkt nach oben entweichen, sondern bleibt quasi an den Bäumen, an den Baumgipfeln hängen und breitet sich so ein bisschen zur Seite aus. Und wenn dann in der einen Richtung der Seite natürlich ein Waldrand ist, dann kommt die Wärme da auch raus. Und da wir gerade eben genau in diesem Warmluftstrom unser Lager aufgeschlagen haben, haben wir also einen gewissen wärmenden Effekt. Waldrand, was das angeht, wieder gut. Mies ist Waldrand natürlich, wenn dann wirklich ein richtiger Wind geht, also ein nicht kleinklimatischer durch Wald und Offenland erzeugter Wind, sondern so ein großer Wind, sagen wir mal ein Orkan oder ähnliches. Da ist man natürlich wieder auf der Wiese auch besser dran, weil einem kein Baum auf den Kopf fallen kann. Aber bei einem kleineren Stürmchen oder einfach nur einer etwas windigen Nacht ist man im Wald voll im kühlenden Wind, der dann halt natürlich herrscht, besser geschützt als am Waldrand, ist ja logisch, ne? Darauf wollte ich nur noch mal hinaus und das gleiche gilt eben auch für Regen. Jo, und damit sind wir dann hier auch fertig. Das heißt, wir ziehen weiter zum nächsten potenziellen Nachtlager. Also das hier
im Prinzip schon eigentlich sehr gut. Was mich hier eigentlich noch am meisten stört, ist wirklich dieser Faktor von, es könnte jeden Moment jemand vorbeikommen, weil es hier einfach so aussieht, als wäre das so. Das kann natürlich auch völlig täuschen. Das weiß ich auch wirklich nicht, obwohl ich nur wenig weiter weg wohne. Aber trotzdem habe ich keine Ahnung, wie oft regelmäßig hier jemand vorbeirennt. Und man hat bei solchen Geschichten eben gerade am Waldrand auch gelegentlich ein bisschen das Problem, ist das rechtlich gesehen jetzt noch Wald? Also sprich, da darf ich übernachten. Oder ist das schon Wiese, also Acker, Streuobstwiese, irgend sowas und gehört dann in der Regel irgendjemand und dann darf ich da nämlich nicht übernachten. Also zumindest nicht so ohne weiteres, ohne den Besitzer zu fragen. Da ist also nochmal so ein rechtlicher Aspekt dabei, der hier so ein bisschen unsicher ist. Aber so von den ökologischen Parametern her, jetzt insbesondere im Sommer, ist hier sicherlich ein guter Platz. Wenn man im Gebirge ist, ist am Bach pennen übrigens immer eine beschissene Idee, weil da kann dann Regen auftreten und das Bachbett derartig schnell füllen, dass es dann auch mal drüber hinausgeht und man dann samt Unterschlupf weggewaschen wird. Das gilt auch im hohen Norden, aber hier in Deutschland, also außerhalb der Alpen, das ist eigentlich wirklich nicht wirklich ein Thema. Ja, und jetzt packe ich zusammen. Thank you.